Ich bin schon als Kind in einer total homophoben Welt aufgewachsen. Ich habe mich unglaublich geschämt, dass ich halt so bin, wie ich bin. Ich habe mich geschämt, dass ich kein richtiger Mann bin. Ich habe mich geschämt, dass ich kein richtiger Jugo bin. Was ist das Problem? Was stimmt mit dir nicht? Hey, du hast Wochen, was ist los? Okay. Hey, das geht vermutlich noch ein bisschen lauter. Alles gut. Ich bin vor 2 Jahren verschlagen worden. Als ich heimgelaufen bin, sind mir 5 Typen entgegengekommen. Stopp! Ja, und jetzt nochmal so laut, wie du kannst. Stopp! Sehr gut. Ich bin lesbisch. Ich bin eine Lesbe. Was auch immer. Du bist eine Lesbe? Ja, bin ich eine Lesbe. Steh dazu. Es gibt nichts, was grusiger ist. Das war in mir drin, wahrscheinlich von dieser verdammten Religion, also von diesem Katholizismus her. Es war einfach der Abschaum vom Abschaum vom Abschaum. Ich will mit meinem Partner durchs Vögelipärkli laufen und ich will mit ihm unter dem Baum knutschen, wenn der Moment gerade stimmt. Ja, du bist so gross. Für mich ist halt der Glaube ein essentieller Teil von meinem Leben. Die Liebe zu Jesus kann ich nicht einfach aufgeben, weil ich jetzt halt anders lebe, als die Kirche das von mir verlangt. Ich werde in diesem Brief aufgefordert, dass ich innerhalb von 4 Wochen angeben werde, wer der Vater ist. Ach, weißt du, als hätten wir etwas Illegales gemacht? Okay. So hat es sich angefühlt, gell? Ich glaube, ich habe noch nie vorher so klar die Diskriminierung gespürt und wie jetzt in diesem Prozess. Ich bin doch einfach mich, Gott vertelle. Also was soll ich noch? Und ich habe so satt, immer zu hören, ja, hast du provoziert, hast du nicht provoziert? Und ist das provokativ gewesen? Und bist du durch die Straße gelaufen mit deinem Freund Hand in Hand? Ist das provokativ? Nein, machen Sie bei den Heteros, ist es ja auch nicht provokativ. Am Anfang ist es mir mega schwer gefallen, zu erzählen, was passiert ist. Also es war einfach mega schlimm für mich und ich habe auch nicht wirklich die Worte dazu gefunden, um zu beschreiben, also wie ich mich gefühlt habe. Ja. An dieser Stelle in den Lyrics habe ich versucht, so zu beschreiben, wie ich mich gefühlt habe während dem Überfall. Wie nichts machen konnte. Ich wusste, ich sollte schreien oder ich sollte mich wehren oder irgendwie zurückkämpfen oder so. Aber ich konnte es wie nicht machen, weil ich gelähmt war. Ich hatte Angst und schäme mich auch dafür, dass ich wie nicht mehr machen konnte oder für Hilfe rufen oder so. Und ich denke, das ist auch ein Vorwurf, den ich mir heute immer noch mache. Lenny Fluri wurde vor knapp 2 Jahren in der Bieler Altstadt von 5 unbekannten Männern verprügelt. Seither leidet er unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Unterstützung bekommt Lenny vom Psychiater und Therapeuten Rodolfo Borna. Wie ist es für dich, nochmal wieder in der Straße zu sein? Schwierig. Also, schwierig und ein bisschen komisch auch, einfach, weil ich jetzt in der letzten Zeit eigentlich überhaupt nicht mehr wirklich da war. Hier die Nähe. Ja, also ich vermeide es eigentlich so, also der Ort vom Überfall und halt auch das, wo er nahe ist und so, das, ja.
Ja, und vorne kommt es jetzt. Also, geht's? Ja, also es ist schon schwierig, aber ja. Ja. Vor einem Jahr waren wir schon mal da. Ich glaube, hier war es, gell? Ja, ja. Also ich bin von den Tingen gekommen und dann, also ich bin nach Hause gelaufen. Und dann sind wir von da sind wir so vier, fünf Typen entgegengekommen. Und dann haben sie mich Schuchtle genannt und so. Und gefragt, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Und haben mich nicht durchlassen wollen. Und dann ja, haben sie mich gepackt, also haben sie mich gehabt. Und einer hat mir dann eine Flasche über den Kopf geschlagen. Dann bin ich ohnmächtig geworden. Also, dann weiss ich nicht mehr viel. Und wo du wieder zu dir gekommen bist? Bin ich noch da gelegen, einfach. Sie waren nicht mehr da gewesen. Und seither hat sich viel verändert? Ja, ich bin schwerhörig geworden. Also einen Innenohrschaden von dem. Wahrscheinlich vom Schlag auf den Kopf mit der Flasche. Einen strengen Part, schätze ich. Aha! Nein, ich habe es. Ja, wir haben schon einen recht grossen Nestbautrieb, gell? Ja, aber es ist mega schön, weißt du? Und es gibt trotzdem noch recht viel zu tun, da irgendwie, um so ein Kinderzimmer einrichten. Vor allem ein bisschen zu weinen, gell? Nicole und Janina Zarotti-Zock. Seit 12 Jahren sind die beiden Psychologinnen ein Paar. Und immer schon trieb sie der Gedanke an eigene Kinder um. Am Anfang, wo ich mich geoutet hatte, als ich wirklich gemerkt habe für mich, ja, ich liebe Frauen und ich möchte mit einer Frau zusammen sein, habe ich wirklich geglaubt, ich darf das nicht. Ich habe gedacht, ich darf das mit dem Kind nicht antun. Ich habe auch immer wieder gehört von verschiedenen Leuten, das ist nicht natürlich. Meine Vorstellung war so klar, dass ich gerne Kinder möchte, dass ich dann am Anfang von unserer Beziehung mit Nick und ich ganz jung war, sind anfangs 20, gesagt habe, du, ich will unbedingt Kinder haben, für mich ist es klar. Und vielleicht muss ich halt dann mit einem Mann. Das ist einfacher, oder? Und ich hatte durchaus das Konzept in meinem Kopf, dass ich sozusagen meine persönliche Erfüllung zurückstellen für also zum halt können Familie haben und auch um diesen gesellschaftlichen Normen genügen und dem entsprechen. Wie mit der Mama? Also Niki also, verlassen und dann mit der Mama zusammenkommen. Ja. Ja. Du hast das wirklich am Anfang hast du mir das gesagt. Ja. Jetzt ist das okay und dann später. Ist es möglich, dass ich das opfere oder aufgebe oder so? Ja. Meine eigene Erfüllung in der Liebe dafür, dass ich kann ohne Probleme oder Schwierigkeiten. Es ist jetzt. Ich kann Kind haben, ja. Und wenn wir darüber reden, finde ich das einfach mega krass. Ja, ich auch. Und ich finde es ganz absurd, natürlich. Ja. Aber es ist so ein Weg, den wir irgendwie, also wo du und ich hier auf andere Art durchlaufen sind. Oder? Aber du musst in dir rein Sicherheit können, sich selber outen. Vor sich selber und vor anderen Personen ist das eine. Aber nachher ist es für uns Jahre gegangen, um dazu zu stehen und Stabilität und Sicherheit zu gewinnen in unserer Identität. Das ist ein riesiger Prozess. Ich
im Alltag erlebe ich es halt einfach so, dass wenn ich zu extrovertiert bin, zu bunt, zu das, also zu schwul sozusagen, dann muss ich es mir mehr anlassen. Also ich kann das mittlerweile steuern auch ein bisschen. Es gibt Tage, da geht es besser, es gibt Tage, da geht es schlechter. Je nachdem ist es dann aber so, dass manchmal schon nur der Weg in die Bäckerei am Morgen, bevor ich ins Geschäft komme, schon eben mir anhören. Ich sehe jetzt hier den, weißt du, das ist jetzt eben der Schwuchtel. Und ich dann muss sagen, okay. Kannst du heute mal dran ziehen? So krass geil, hä? Das ist eben echt. So der Stil. Das ist ein bisschen James Bond. So ein bisschen. Der 41-jährige Vincenzo D'Adamo ist leidenschaftlicher Friseur in der Luzerner Innenstadt. Hier kennt ihn jeder als Vinci, den selbstbewussten und stets gut gelaunten Paradiesvogel. Aber genau dieser Vinci ist in seinem Leben bereits 5-mal verprügelt worden, weil er schwul ist. Erlebst du das vor allem von Männern? Oder gibt es die Blicke und Kommentare von Frauen? In erster Linie schon mehr von Männern, aber es gibt auch ganz lustige Teeny Girls. Ich habe gerade letztens im Coop City irgendwie so 6 Chicks. Darf man das überhaupt sagen? Ich bin ja auch ein Chick. Mit ihren Insta-Augenbrauen und geklebten Wimpern und plötzlich so: Hey, das ist was der Coiffeur, der Schwule, hey. Und ich so: Hey, schläft es mit euch? Also, ich habe es natürlich jetzt auch vom privaten Freundeskreis erlebt. Eben wie zum Beispiel jemand, der mich nicht an seiner Geburtstagsparty eingeladen hat, obwohl wir seit Jahren befreundet waren, weil man sonst hätte können drauf kommen, dass er eben schwul ist, oder? Wenn er mit mir verkehrt. Also er ist ein Hetero? Nein, er ist. Er ist schwul, aber nicht offiziell. Aber er, genau, oder? Ah ja, nein, da kann man natürlich nicht so wie dich einladen, weil sonst ist es offensichtlich. Genau. Logisch. Ich bin auch schon am Bahngleis gestanden und hat zwei Bahngleise weiter rein, hat jemand über die zwei Bahngleise Schwuchtel zu mir gerufen. Und es hat alles Leute gehabt, ja, dort, weißt? Ja. Dann ist es A, peinlich, weil alle Leute zu dir überschauen. Ja. Und B, ja, bist du einfach deprimiert, oder? Also habe ich noch nicht lange her, habe ich das in der Altstadt bei Manuris in der Weggisgasse erlebt, dass so 6 Teenagers gefunden haben, hey, schau mal die Schwuchteln, schau mal, der ist sicher schwul, schau mal die Schwuchteln. Und dann hat es mir eben auch den Deckel geklopft. Bin ich zu ihnen hergelaufen und gesagt, so Leute, jetzt lasst ihr mir mal zu, bevor ihr davon beleidigen und urteilen und machen, bin ich überzeugt, dass irgendjemand von euch schon mal homosexuell ist. Was habt ihr eigentlich das Gefühl, dass ihr da gegen einen Erwachsenen so respektlos und so etwas habt und in den Weggisgasse, gell? Und es war laut. Alle Leute haben geschaut und mit dem Finger gezeigt. Es war noch eine Mutter dort mit einem Mädchen. Und hat sie so und sagt, schau jetzt mal, das ist jetzt ein Schwule. Und ich so, ey, wollt ihr mich verarschen? So wie wenn irgendwie die Elefanten vom Zirkus Knie da unterwegs sind und die Mütter mit den Kindern schauen und finden, das sind jetzt die Elefanten vom Knie. Und ich so, So. Einfach nicht zu fest überrascht. Einfach so. Ja, so. Ja, das ist doch super. Und da noch eins gegen runter. Ich lade das schon an. Ja. Ganz ursprünglich war es so, nachdem wir uns dann tatsächlich entschieden haben, so miteinander Kinder zu haben, habe ich eigentlich wirklich die sehr klare Idee gehabt, dass wir jemanden nehmen, den wir kennen. Oder jemanden, der uns bekannt ist. Eben genau, um diesem Dilemma auszuweichen, die Kinder kennen den Vater nicht und so weiter. Und du, Niki, hast das Gegenteil wählen, gell? Ich hatte total Angst vor dem, oder? Weil ich immer gedacht habe, jetzt gerade, wie wir jetzt auch in der Situation sind, dass du schwanger bist, du bist die liebliche Mutter und vor allem gesetzt die anerkannte Mutter. Mhm. Und ich bin niemand. Also nicht niemand für uns, aber niemand vor dem Gesetz. Ich habe weder Pflicht noch Recht für die Kinder, oder? Und ich habe so Angst gehabt, wenn es dann einen lieblichen Vater gibt, den wir kennen, dass der vielleicht gerne die Rechte wahrnehmen würde, die ihm gehören. Und dann haben wir
also wirklich jahrelang, also mehrere Jahre über das geredet und ja. das besprochen. Und am Schluss hat sich unsere Rolle wirklich gekehrt. Und dann habe ich plötzlich gedacht, ah, ich glaube, so ein anonymer Samenspender wäre auch mega lässig, weil wir eben dann ja eine intakte eigene Familie sind, ohne Einfluss von Dritten. Und Niki hat eigentlich dann plötzlich gefunden, ah, es wäre dann schön, wir würden eigentlich den Mann, den biologischen ja. Vater, kennen. Schließlich fiel die Wahl auf eine anonyme Samenspende. Ganz ein schöner Baum. Und zwar in Wien. Das ist mega schön. Ja, das ist mega schön. Außer das Eis. Das ist so mächtig. Der Wien war magisch. Ein riesiger Stress. Oder? Ja. Ein riesiger Stress. Also hier haben wir das Foto, wie wir am Flughafen waren, vor Wien. Am Morgen um 6 Uhr, oder was war das? Ja. Mega aufgeregt. Mega, mega. Wenn der Zeitpunkt im Zyklus genau stimmt, muss alles schnell gehen. Und dann sind wir dort hin und wir sind fast gestorben vor Nervosität. Und das ist gerade kurz vor, halt vor der ja, Insemination. Das sind etwa 2 Minuten, bevor unsere Kinder entstanden sind. Ja, genau, genau. Das Tuch rundherum und ja. wir haben gar nicht genau gewusst, wie es abläuft und so. Das Absurde ist einfach, dass wir in das Ausland gehen müssen. Und wir werden jetzt von einer gynäkologischen Praxis betreut, die selber Inseminationen macht. Und es ist so, ich war dort und ich weiss, dass sie das durchführen. Und ich habe einfach gedacht, schön, dass ich nicht darf die Dienstleistung hier brauchen. Was ist das für eine komische Welt, dass wir, nur weil wir zwei Frauen sind, irgendwo dort raus mit dem Flug und alle anderen sich einfach hier dürfen behandeln lassen. Wow. Ja, wachsen, gell? Ja, ja, absolut. Ich würde also sagen, kaum wieder zu erkennen seit dem letzten Mal, oder? Ja, ist immer noch so. Es ist mindestens eine Schwangerschaftskontrolle weiter. Also ich denke, sie sind immer noch beide gleich längs. So vom ja, Posten her. Ja, liegen sie immer noch gleich. Wunderbar. Sehen Sie es gut auf dem Monitor? Funktioniert. Rechts ist der Kopf und links ist der Büchel. Oh. Jetzt müssen wir schauen. Oh, das da sind das oben Bezi. Haben wir ganz viele Extremitäten. Füße. Oh, der kommt gerade neben dir. Oh, das ja, das ist ja so. Kopf und Kopf ist ja brandheiß. Nein! Das ist so herzig. Ist das auf dem Bild? Der Bude. 90 Grad weg von da. Ja, es geht. Oh, ja, mal, kann man schon. Der kommt. Ja? Der kommt. Oh, oh. Ja, kommt sogar yeah. suchen. Da ist der Bude. So. Ja, und hat er das Händchen so? Genau, das ist der Bude. Perfekt. Aber sie, oh mein Gott. Ja. Yeah. Nein. Okay. Wie herzig. Braucht's Kerl, oder? Diskussionslos. Ja, yeah. Nein. Es ist so herzig. Hört wahrscheinlich auch. Nehmen wir auch. Geht alles. Das macht nichts. Was für uns ein grosses Thema ist, ist, dass wir wie in zwei parallelen Welten leben. Oder wir haben unsere eigene Welt in unserem Umfeld, mit unserer Familie, hier zu Hause, beim Arbeiten, wo wir total getragen werden, wo wir eigentlich nichts merken von Diskriminierung oder dass wir anders sind. Ja. Wo wir auch zwei Mami sind, oder? Ja. Was so klar ist, dass du das Mami bist und ich das Mami bin und wir uns freuen über unsere Kinder. Aber die andere Realität ist einfach, dass wir, also der Weg zum also lesbisches Paar Kinder ist unglaublich energiezehrend. Es ist mega teuer. Wir hatten viele Momente, gehabt, wo wir auch Mühe hatten oder sehr traurig waren und sehr verzweifelt. Es ist einfach so eine Konfrontation. Wir haben vergessen das im Alltag, dass wir nicht gleich sind. Also, wir sind ja gleich, aber dass wir nicht gleich behandelt werden. Wenn dir bei der Geburt etwas passiert, und du aus irgendeinem Grund, rein nach dem Kaiserschnitt, den wir werden machen oder du wirst machen, wirst du nicht gerade aufstehen können. Rein theoretisch könnte ich für die Kinder nicht schauen in dem Moment. Also schlimmstenfalls würden die Kinder irgendwie weggenommen werden oder so. Wir haben uns versucht abzusichern. Wir sind mit der Anwältin im Kontakt. Wir haben Unmengen an Dokumenten. Ja. Darf ich meine Kinder betreuen in dem Moment oder genau. nicht? Genau, da entscheide ich bei ja. bei der Kespe. Das ist ziemlich emotional für uns. Also. Ich bin nicht merkend.
aber es ist schon nicht unsere Realität. Es ist schon nicht unsere Realität. In der Realität ist alles gut. Aber es lässt uns einfach. Es macht einem irgendwie sehr hilflos in dem Moment. Und es kreiert Angst, die nicht mehr da sein müssen, oder? Für mich ist die grösste Veränderung ist einfach das Gehör gewesen, natürlich. Dass ich jetzt schwerhörig bin und vorher nicht war. Und ich denke, das ist auch das, was ich mich am meisten daran gewöhnen musste. Das war recht schwierig. Gerade auch mit der Musik. Weil ich musste fast wie neu lernen, Gitarre spielen und singen. Und wie es tönt für mich mit dem neuen Gehör. Neben dem Musikmachen besucht Lenny eine Maturitätsschule in Bern. Es ist das letzte Schuljahr vor der Matura. Schon im Kindergarten haben mich Leute gefragt, ob ich ein Mann oder eine Frau sei, also ein Bub oder ein Mädchen oder so. Und ich dann einfach auch nicht wollte antworten, keine Antwort gegeben habe. Ich glaube, ich wollte mich dann auch nicht einordnen. Also nicht sagen, ja, ich bin ein Mädchen oder ja, ich bin ein Bub. Irgendwie hat sich das dann gleich auch schon falsch angefühlt. Und ich habe auch nicht gewusst, was antworten. Und ich denke, ich habe mich dann vielleicht schon auch gefragt, will ich ein Mädchen oder ein Bub sein? Bin ich ein Mädchen oder ein Bub? Muss ich ein Mädchen oder ein Bub sein? Oder gibt es noch etwas dazwischen oder nebendran oder so? Situationen in der Schule, in denen ich mich ausgegrenzt habe gefühlt. Ich bin auch gemobbt worden in der Schule, eine lang, also so in der Oberstufe und so. Und das war recht, ja, das ist auch schwierig für mich, weil ich habe selber noch nicht ganz verstanden, was, wer ich bin oder was das ist oder wieso dass ich gemobbt wird überhaupt so. Ich glaube, weil ich noch nicht Wörter hatte dazu oder mich nicht getraut habe, zu mir zu stehen. Lenny identifiziert sich als non-binär und fühlt sich weder eindeutig als Mann noch als Frau. Okay. Ich weiß nicht, wer Täter sie. Und sie hat es nie herausgefunden. Es würde auch die denken oder sagen. Oder ich weiß nicht. Das finde ich schwierig zu einschätzen. Also, ich denke. Also ich hoffe einfach, dass sie merken würden, dass so Sachen halt schlimme Folgen haben für jemanden. Ob jetzt das psychisch oder das schwerhörig ist. Einfach. Und ich hoffe auch, dass sie es würden. Bereuen, also dass sie würden merken, dass es mega schlimm war, was sie gemacht haben. Und ja, dass sie es hoffentlich nicht mehr machen würden. Ich Was ist eigentlich denn passiert? So mussten sie zur Tat schreiten. Vielleicht hat es auch etwas damit zu tun, dass sie mich nicht einordnen können. Und ich habe das Gefühl, gerade so bei vielleicht jüngeren Jugendlichen, männlichen Jugendlichen meistens, dass sie vielleicht wie auch wollen beweisen, dass sie eben klar männlich sind. Und haben das wie ihren Kollegen wollen beweisen und vielleicht auch wegen dem halt
so gewalttätig geworden im Sinne von so, ja, ich bin, also wir sind nicht so. Und einfach die klare Abgrenzung von sie sind halt männlich und ja, und ich halt nicht. Wenn ich allein heimlaufe am Abend, erinnert es mich schon sehr an den Überfall, einfach weil ich halt gleich auch Angst habe und allein bin und ich weiss, ich kann mich auch verschlagen. Ich meine, die anderen haben einfach mit einem Kommentar angefangen und ich bin schon als Kind in einer total homophoben Welt aufgewachsen. Das Wort Homosexualität habe ich nur mit etwas Negativem in Verbindung gebracht. Nicht mit Liebe, nicht mal mit Sex oder so, sondern nur mit reiner Negativität. Ich habe dann halt irgendwann gesehen, ja, es gibt Männer, und die finde ich spannend, die finde ich schön, die finde ich irgendwie attraktiv. Und dort habe ich dann wirklich begriffen, okay, ich bin schwul. Und in dem Moment, wo ich das begriffen habe, habe ich gleichzeitig gewusst, das darf nicht sein. Ich kann mir niemandem anvertrauen, wenn ich das irgendjemandem sage, ja, dann bin ich noch erst recht allein. Und ich bin also dann sehr fest in einem Clinch mit mir selber. Ich habe auf der einen Seite gewusst, dass ich schwul bin, auf der anderen Seite aber genauso gewusst, dass es nicht sein darf. Und in dem Widerspruch habe ich mich verhangen. Als ich gemerkt habe, dass ich schwul bin, habe ich angefangen, eine Schauspielrolle zu spielen. Nämlich die Schauspielrolle des Hetero Pascal. Und der Hetero Pascal ist jemand, der nicht existiert und auch nie existiert hat und auch nie existieren wird. Und trotzdem ist das der grösste Teil von meiner Kindheit und Jugend der absolute Hauptteil gewesen. Der hat mein Leben bestimmt. Ich bin dort wie in einem Gefängnis gewesen, wo ich gleichzeitig der Insasse war, aber auch der Wärter. Ich bin der allerschärfste Beobachter von mir selber geworden. Ich habe alles angefangen zu kontrollieren. Jede kleinste Kleinigkeit und jedes Detail. Ich habe angefangen zu kontrollieren, wie ich rede, in welcher Stimmhöhe ich etwas sage, wie laut ich rede. Ich habe angefangen zu kontrollieren, wie ich laufe, was ich anhabe, für was ich mich interessiere. Ob das in Tat und Wahrheit wirklich etwas war, was ich interessant finde oder nicht, war völlig nebensächlich. Das Hauptziel war, dass ich dir Schauspielrolle vom Hetero Pascal so perfekt spielen, dass A. niemand hinter mein Geheimnis kommt und dass B. ich das so überzeugend spiele, dass ich wie so tun kann, als gäbe es der schwule Pascal nicht. Dann kann ich ihn ignorieren und das Problem wie aus der Welt schaffen. Ich habe mich selber abgrundtief gehasst. Ich habe gehasst, was ich bin und habe es nicht ertragen, so zu sein. Und darum habe ich auch die Schauspielrolle gespielt. Weil ich mir auch gedacht, wenn ich selber mich schon nicht ertragen kann, wie sollen mich denn andere ertragen? Wie soll das jemand anders denn schaffen? Hallo. Hallo, wie geht's? Gut, dir? Ah, oh, danke vielmals. Cool. Hast du geschafft, endlich. Hey, wirklich? Ja. Das ist lang im Fall von Berndam. Ja, das glaube ich. Ja. Deswegen bin ich auf Zürich. Pascal Peitsch ist Medizinstudent und lebt in Bern. Schau, jetzt sind schon die Türen. Ja, wir kommen gerade rein. Aufgewachsen ist er mit seinem eineigen Zwillingsbruder Patrick in Chur, wo auch die Eltern der beiden leben. Mutter Svetlana ist bosnische Serbin, der Vater Smail, Busfahrer in Chur, stammt aus dem Kosovo. Als sie erfuhren, dass einer ihrer Söhne schwul ist, kam das für beide überraschend. Springt er aus dem Schlafzimmer? Ja, ich denke, das ist ja los. Edu. Dann sagt er, Mami, Papi, Pascal ist schwul. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay. Ist nichts Spezielles, oder? Und er, was? Schwul?
Dann kommt der Pascal in die Stube und er sagt, ja, ich bin schwul. Ich bin Peder. Auf Serbisch. Und dann nachher, er hat sofort auf die Brille. Und ich habe gedacht, vielleicht, ich habe schon eine Ahnung, vielleicht könnte sie, aber vielleicht auch nicht. Also irgendwo, ich habe mich gewünscht, dass er das nicht ist. Keine Frau, keine Kinder, wäre schade. Ich bin überzeugt davon, dass wir genau gleich sind. Ja. Ich habe nichts gesehen. Jetzt, klar, im Nachhinein, sehe ich schon ein paar Anzeichen, wie es ein bisschen anders war. Aber im Moment habe ich nichts entdeckt, nichts, wirklich nichts. Ja. Was habt ihr denn euch aber für Gedanken gemacht? Ich hätte lieber, dass er jetzt hetero ist. Lieber. Heute immer noch? Heute immer noch, ja. Ich akzeptiere dich, wir stehen voll hinter dir. Aber, dass du Kinder hast und Frau und so wie Patrick und eben. Ich kann immer noch Kinder haben. Normal, ja, ja, sicher, klar. Ja. Dass er mit der Frau lebt, nicht mit dem Mann. Und warum? Ah, ich weiß nicht, schöner. Schöner? Ja. Oder nicht? Was meinst du? Ja, für mich nicht, nein. Für Papa war es auch schwer. Ja, eigentlich. Ich komme vom anderen Land mit. Vom anderen Land? Also, ich bin auch von diesem Land. Ja, meine, mit anderer Kultur aufgewachsen, mit anderer Erziehung aufgewachsen. Und dann war für mich das, wie kann man sagen, eine schlimme Krankheit. Im Moment denkst du, ah, wie haben wir von der Krankheit beschützen, oder? Dann habe ich gedacht, wow. Ja. Und vielleicht hat jemand ihn vergewaltigt, oder? Dann habe ich gedacht, ja, der Schwulsein ist nicht von der Natur her, sondern ist von der Gewalt her. Und ich als Vater, oder, ich konnte ihn nicht beschützen. Ja. Dann bin ich ganz auf der Trainer. Dann habe ich gedacht, wow, das traurig, was bin ich für Vater, ich konnte das Kind nicht beschützen. Ja, ich mag mich noch daran erinnern, als ich gesehen habe, dass meine Mama so ein gebrochenes Herz hat und dass mein Papa, dass du so brüllt hast und dass du mich nicht mal anschauen konntest. Das war für mich schwer. So meine Eltern so gesehen, dass sie mir gegenüber halt einfach so traurig können sein, oder? Ja. Und ja, ich bin an dem Abend froh, dass ich wieder auf Zürich kam, dass ich wirklich? Ja, dass ich wieder gehen kann und dann, ja, und wie so aus dieser Situation kann rausgehen. Für die Eltern ist schlimm genug, oder? Und wie ist das noch schlimm für den Jugendlichen, oder? Mhm. Er hat zum Glück Mut gefunden, oder? Und hat uns gesagt, die Wahrheit. Mhm. Und es gibt heute leider so viel, die verstecken. Oder umbringen, tun sie umbringen. Eben. Das habe ich gedacht, hey, das ist traurig. Das müssen wir aufhören. Müssen wir alles unterstützen. Genau. Und nicht zum psychischen Schaden kommen und zum Selbstmord kommen. Und genau. Mehr und mehr wird es verarbeitet. Verarbeitet und ja. Dann ja, jetzt haben wir den Weg gefunden und ich auf alle Eltern appellieren, bitte, die sollen jeder seine Kind verstehen, das ist miteinander reden. Miteinander reden und ja. Das ist nicht freiwillig, sondern das ist normal. Noch heute treffen die beiden Brüder auf ihre Schulfreunde von damals. Junge Männer mit Migrationshintergrund, so wie sie selbst. Man muss schaffen, man muss Familie machen, man muss Familie ernähren. Erwartung. Du hast schon fertig. Normal hetero denkst du sofort, die Schwucht, aber fühlt sie wieder rum. Ja, aber ist so. Grundsätzlich, ist so. Ich kann auch so männliche Sachen machen wie Tür. Tür machen und Hyäne und Biertrinken. Ich weiß gar nicht, wie ich es richtig gesagt habe, aber halt, dass ich schwul bin. Und dann weiß ich nur, dass du denkst, dass ich nur Witzli mache, dass ich nur Scherze. Ja, das sage ich nicht nur falsch, das war eine Wiese. Und dann habe ich gesagt, nein, das stimmt wirklich. Und falls ihr der Typ mit mir zu tun haben wollt, verstehe ich das schon und so. Und dann ihr beide so, ah was, hör auf so blöde Sachen, Sega, du bist immer noch unser Bruder, irgendwie so etwas habe ich dann gesagt. Dann hat es angefangen mit der lustigen Frage.
Aber wir machen denn das zwei Männer? Hey, ihr alle, ihr alle. Oder am nächsten Tag an der vorbei. Aber findest du das schön? So bei jedem, der vorbeigelaufen ist. Schon auf den, schon auf den. Aber ich hätte nie im Leben gedacht, ich muss ehrlich sagen, nie. Ich auch nicht. Weil wir kennen uns seit der Primar. Ja. Hey, was hast du auf dich genommen, oder? Ja. Um das so krank zu verstecken. Ja. Das Auto, ich meine, du bist ständig mit uns draußen, du hast ja, wir sind alle zusammen aufgewachsen. Ja, ich bin selber davon überzeugt, Homosexualität ist etwas Negatives. Weil wir alle haben gesagt, es ist schlecht. Ja, du, mein ganzes Umfeld, war so. Weißt, nicht nur ihr, auch meine Eltern, aber auch weißt, in der Media, im Fernsehen, überall. Ist Homosexualität als etwas Negatives dargestellt worden. Und ich bin selber überzeugt, es ist etwas Negatives. Als ich 12 war, habe ich gewusst, dass ich schwul bin. Und habe genauso gleichzeitig gewusst, es darf nicht sein. Ich selber bin zerstört und habe das nicht wahrhaben und habe gedacht, warum bin ich so? Und habe mir jeden Tag gewünscht, endlich hetero sein zu können. Ich weiß noch, wo ich meinem Vater gesagt habe, weil er kennt ja auch Patrick und Pascal. Da habe ich gesagt, hey Papi, ich muss dir etwas erzählen. Und so. Und er ist eigentlich echt locker drauf, so, weißt du, bei allem so. Ich sehe, der Pascal ist schwul. Er sagt es im Ernst. Ich sehe, was denkst du? Er sagt, schau mir so, du kannst nicht alles haben. Er ist gescheit, er ist ein super Typ und so. Er sagt, er ist aber schwul. Also zum Beispiel, als ich das erste Mal mit meiner Mutter darüber geredet habe, dass Pascal jetzt schwul ist, ich so, Mama, Pascal ist aber schwul. Und sie so, nein, also sie hat das nicht krass gefunden, sie hat wie traurig geworden. Also sie hat gemeint, es ist eine Krankheit. Ja. Sie so, ja, warum? Ich so, ja, das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall. Also vor kurzem, sicher vor ein paar Monaten, haben wir mal etwas erzählt wegen dir. Mhm. Auch dort, wo wir beim Gamsat waren. Ja. Habe ich gesagt, ich war beim Gamsat, der Pascal war auch dort. Und ich so, ah, der, schwul ist. ich so, ja. Er ist ja noch nicht normal geworden. Ich so, Mama, da wird man einfach nicht so. Der ist immer noch so. Ja, das vor allem die ältere Generation, die denken, das ist eine Krankheit. Und irgendwann geht es vorbei. Ja. Das ist, aber wenn du überlegst, bei meiner Mama ist sogar Vegetarier, sie eine Krankheit. Ja. Ich probiere es jedes Mal zu erklären. Jedes Mal sage ich. Das ist nur bewusst. Du musst nur überlegen, was du essen und warum. Ja, aber schon mal. Als ich 9 war, haben mir schon Schulfreunde und so schon gesagt, du schwuchtel, oder du willst eh ein Mädchen sein. Und das habe ich aber gewusst, dass ich das nicht will. Also, dass das für mich eigentlich wie klar war, dass ich im richtigen Körper bin. Mit 12 hat mich das so fertig gemacht, dass ich mich mal erinnere, dass ich schon im 4. Stock in meinem Kinderzimmer schon auf dem Fenster gehockt bin und also mit den Beinen auch schon draußen und irgendwie eigentlich die Tarelle abgumpen. Wenn ich so zurückdenke, begreife ich es nicht. Weil ich würde das nie wollen. Und gleich hat es mir gezeigt, dass das mich sehr gefühlsmässig und sexuell verwirrt hat. Die äußeren Einflüsse, die Beschimpfungen oder die abwertenden Worte wie Schwuchteln oder. Das ist dann alles zusammengekommen. So. Es ist nie wirklich kommuniziert worden. Also, meine Mami ist nicht zu mir hergekommen und hat gesagt, du, gell, ich bin jetzt gestern mit dem Papi hergekommen und ich habe es ihm gesagt. Weil bei uns ist nie hergekommen worden und geredet worden. Ich mag mich erinnern, dass ich dann mich extrem zurückgezogen habe.
Und das ist... geoutet habe mit 16, habe ich ja dann wirklich mich gelebt und ausgelebt. Und ich bin ja dann richtig aufgeblüht und habe es ja eigentlich fast jedem sagen auf der Straße am liebsten. Und es ist mir so gut gegangen. Und dementsprechend habe ich es natürlich auch provoziert, unbewusst. Ich habe schon gemerkt, glaube ich, zumal, dass, so, dass es nicht einfach wird sein, wenn du so unterwegs bist. Also so extrovertiert als Schwulen oder eben noch farbig angelegt und alles. Aber das habe ich mir nicht nehmen. Für seinen extrovertierten Lebensstil musste Vincenzo einen hohen Preis zahlen. Immer wieder. Einmal wurde er nachts von zwei Männern quer durch die Luzerner Innenstadt gejagt. Diese Verfolgung steckt ihm heute noch in den Knochen. Also ich bin dort 30. Also ich bin ja dort 30 Minuten eigentlich in lebensbedrohlichen, also in einer lebensbedrohlichen Situation gsi. Ich habe 3-mal in der Polizei angerufen. Das erste Mal bin ich ausgelacht worden irgendwie, weil ich habe dann gesagt, es sind zwei Typen, die mich verfolgen, die sagen, sie wollen mich umbringen, weil ich schwul bin. Ich bin dann irgendwie da im Quartier rumgesprungen und habe dann irgendwo mich in einem Innenhof in einem Container verstecken und bin mir wirklich dort, also vorkommen wie irgendein junges Reli, das irgendwie von zwei Jägern gejagt wird. Und ich glaube, ich bin wirklich noch nie in meinem Leben so schnell gesprungen wie an diesem Abend. Das ist für mich immer noch das Schlimmste, was ich glaub, für mich so erlebt habe. Das ist speziell für mich. Es ist glaube ich, so ein bisschen das erste Lied, das sie jetzt selber geschrieben haben und rausgebracht haben, wo ich selber nicht mehr auf der Bühne singen darf, zwingte. Jasmin musste die Bühne nach ihrem Coming-out räumen. Denn in der Freikirche ICF gilt, keine Queers im Rampenlicht. Ja, das war meine Leidenschaft. Das ist, echt mein grösstes Hobby war das, was ich am liebsten gemacht habe. Am Sonntag, zweimal am Tag auf der Bühne, wenn ich nicht geschafft habe. Ich habe viel Zeit in das investiert. Ich habe wirklich auch bei ihr zu Hause dann noch müssen üben für den nächsten Sonntag. Und ja, es war echt so ein bisschen, ja, das Grösste, was ich hatte und was ich machen konnte und was mir mega, mega Freude gemacht hat. Jasmin outete sich selber, obwohl sie genau wusste, was auf sie zukam. Eine lesbische Frau taugt in den Augen von ICF nicht als Vorbild. Das ist mega schade für mich, aber ich musste es hinnehmen. Es war so ein bisschen, entweder der Fratz da oder halt die Musik in der Kirche. Und das ist ja Herz gegen Leidenschaft. Und dann hat er halt das Herz gewonnen. Und dann war für mich klar, dass ich das eigentlich aufgeben muss.
In your love that won't fade away. You know what? Let's sing this together. Ganz früher noch war, als ich hier noch gesungen habe. Und auch hier zum Beispiel siehst du, wie sie mit dem Licht gerne gearbeitet haben. Wirklich so ein konzertähnliche Strukturen gemacht haben. Und das hat mir mega, mega viel bedeutet, dass ich ja, meine grösste Leidenschaft für Gott können einsetzen. Ich habe eine gewisse Stolz in mir, dass sie da drüber steht und das kann machen, was sie wirklich gerne macht. Ja. Und ich habe auch immer relativ viel noch Augenkontakt gehabt und habe mir sehr geschmunzelt ab und zu. Aber ja, schön war die Zeit auf jeden Fall. Es ist ein Dilemma in einem selber innen. Und es ist, ja, es ist kein schönes Gefühl, dass man Sachen aufgeben muss für etwas, das doch eigentlich schon längstens normal sein sollte oder das doch schon längstens akzeptiert sein sollte. Gerade auch in einer Kirche, die gegen aussen immer sehr liberal wirkt oder wo halt durch die Musik und alles sehr liberal überkommt und die Jungen anspricht und immer sagt, wir sind modern, wir sind cool, wir sind alle willkommen, wir haben alle gern. Und ja, eben, man darf nachher gleich nicht so sein, wie man möchte. Irgendwann wollte ich selber auch einfach ich selber sein können und wollte auch zeigen, wie glücklich ich eigentlich hinten dran noch bin. Und ich habe eigentlich in dem Sinn wie ein Doppelleben geführt mit zwei verschiedenen Gesichtern. Und das war auch eine mega, mega Belastung für mich selber. Und dann war es gut, dann gibst du halt Singen auf für das, was dir halt einfach viel mehr bedeutet. Oder für das, was du auch für dich gehen, für die Message, die du für dich gehen. Weil wenn ich einfach gesagt hätte, gut, dann gehe ich halt in die ganzen Therapien und probiere mich irgendwie wieder auf Männer umzupolen, dann hätte ich ja mich selbst verstellt und hätte aber auch wie nichts können bewirken. Oder ich hätte auch wie kein Statement können setzen und irgendwie mit dem dann auch anderen Leuten können probieren, Mut zu machen. Und ja, für das braucht es immer zuerst selber einen Schritt, den man machen muss. Und ich glaube, den habe ich mit dem auch gemacht. In meinem christlichen Umfeld hat es ganz verschiedene Reaktionen gegeben. Die einen haben von Anfang an gesagt, ui, da habe ich Mühe und du bist ein Sünder und musst in Therapie und bla bla bla. Und dann hat es aber auch solche gegeben, die gefunden haben, ja, easy, mega cool. Ich liebe dich immer noch, weil Gott liebt dich ja auch und so Zeug. Aber schlussendlich ist auch alles darauf rausgelaufen, dass ich all meine christlichen Kollegen komplett verloren habe. Auch die gesagt haben, sie hätten kein Problem damit, haben nachher gar nicht mehr von mir wissen. Haben mich auch ghostet, wie man das heutzutage so schön sagt. Und ja, ich habe eigentlich das fast mein komplettes Umfeld verloren. Das ist das grösste Glück, kann man wirklich sagen. Ja, das kann man wirklich sagen. Gell? Absolut. Wir haben riesig Freude. Ja. Genau. Du kannst aber. Das heisst, jetzt können wir dann gleich heim. Morgen? Ja. Also morgen gehen wir heim. Morgen gehen wir heim. Und wir haben wirklich schon ein paar Windeln gewechselt. Ja. Einige. Ja. Und gestillt haben wir auch, wie Weltmeister. Und geschöppelt. Ja. Gar nicht wie viel. 50, 60 Schöppe haben wir schon gebraucht. Gell? Ja. Zu Hause in Dübendorf legen die Kleinen rasch an Gewicht zu. Hallo Büsli. Es geht uns mega gut, gell? Ja, es geht uns wirklich sehr, sehr gut. Ja. Es ist voll eine spezielle Zeit, gell? Mhm, mega. Ja. Also, jetzt sind wir einfach zuhause. Ja. Ein halbes Jahr und es ist mega schön. Es ist wirklich mega schön. Ja, das nimmt mega viel Stress raus, gell? Ja, es ist ein riesiges Privileg. Ich weiß nicht, also, ich weiß nicht, wie ich hätte arbeiten können. Ich wäre so traurig. Ja. 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 Und ich weiß auch nicht, wie du es machen mit den zwei Kleinen, die haben, ehrlich gesagt. Ja, bin ich auch nicht ganz sicher. Ja. Du allein die Hause. Rein vom Arbeitgeber aus oder vom Gesetz aus habe ich keinen Anspruch auf Elternzeit oder Mutterschaftsurlaub oder den
eine Vaterschaftstag, wo wir hätten im Geschäft, fällt mir ja wie nicht zu, weil ich ja Stand heute immer noch nicht verwandt bin mit unseren Kindern, oder? Also rechtlich existiere ich immer noch nicht. Gut. Wenn wir so in unserem Alltag sind, wie wir jetzt da sitzen, ist es ja wie klar. Ich bin die Mami von diesen Kind und Janina ist die Mama von diesen Kind und wir sind eine Familie. Gell? Eine laute Familie. Eine laute Familie. Ja. Aber wir werden halt immer wieder konfrontiert mit gewissen Sachen, oder? Wenn du dann so siehst, die Geburtsurkunde in der Hand hast und so siehst, unsere Kinder stehen da drauf, du stehst da drauf und ich stehe dort nicht drauf. Ich bin einfach nicht da. Das ist schon etwas, wo, ja, wo nicht ganz einfach ist. Erst ein Jahr nach der Geburt kann Nicole Zarotti-Zock eine Stiefkind-Adoption beantragen. Oh, ich habe das Gefühl, die Wind ist aber schon voll ein kleiner Monsieur. Hä? Bis dann ist Janina vor dem Gesetz alleinerziehende Mutter. Eingetragene Partnerschaft hin oder her. Ja, willst du mich das Zöckchen noch gerade anziehen? Ich habe nicht die gleichen Rechte, ich werde nicht anerkannt. Ich werde nicht anerkannt als Mutter da drinnen, wo mich sehr tief trifft, lustigerweise, obwohl das nur ein Staat ist. Aber das Schlimme ist ja auch, ich könnte sagen, hey, ich gehe. Mhm. Jetzt, heute, ich habe mir das anders vorgestellt. Ich würde lieber wieder meine 8 Stunden schlafen. Ich gehe jetzt im Fall, tschüss Janina, tschüss Kind. Und du bist nicht abgesichert. Und unsere Kinder im Fall auch nicht. Das ist irgendwie das Absurde. Ja. Die Tagesschau an einem Freudentag für die gleichgeschlechtlichen Paare in der Schweiz. Die Schweiz ist eines der wenigen Länder Europas, das bisher die gleichgeschlechtliche Ehe nicht erlaubt hat. Ja, genau. Die Schweiz ist ja absolut hinterwäldlerisch. Der Nationalrat hat am Morgen deutlich Ja gesagt zur Ehe für alle. Überraschend deutlich sprach sich die Große Kammer auch dafür aus, dass lesbische Ehepaare Zugang zur Samenspende erhalten. Grundsätzlich dagegen war die Mehrheit der SVP. Hier kommen wir zum wahren Kern der Vorlage, die diabolischen Charakter hat. Letztlich geht es darum, einer Frau das Vatersein zu ermöglichen. Was? Die Familien mit zwei Müttern, die sind da. Sie sind inmitten unserer Gesellschaft. Sie sind gleichwertig und ihre Kinder sollen die gleichen Rechte haben. Das ist ja krass, um das zu schauen. Wir sind so eine Familie, gell? Und sie debattieren sozusagen über unsere Rechte. Mega. Das ist auch so absurd. Schau, wie viel? Mit 124 zu 72 Stimmen sagt der Nationalrat schließlich Ja zur Samenspende für lesbische Paare. Das ist so toll. Mhm. Hey, das ist, ich hätte das nie gedacht. Ja, nicht. Und ich bin so froh, dass es so deutlich ist. Ja. Und mit dem Anstoßen, das machen wir auf jeden Fall. Aber ich bin ehrlich noch etwas zurückhaltend, eben, wie es weitergeht. Es wird eine grosse Diskussion im Ständerat sein. Da bin ich sicher, dass es gar nicht klar ist dort. Und wenn es vor das Volk kommt, bin ich lustigerweise wieder sehr zuversichtlich. Weil ich glaube, in der Gesellschaft ist recht etwas passiert. So. Ob es zur Abstimmung kommt, ist zurzeit noch offen. Der Ständerat hat der Vorlage ebenfalls zugestimmt. Darauf haben die Gegnerinnen und Gegner das Referendum ergriffen. Für mich ist vieles wie verknüpft mit Angst, die Leute haben, oder Angst vor Veränderungen von konservativen Familien oder von konservativen Wertvorstellungen. Und die Verletzung, die durch das entsteht, das ist halt so roh. Weil wer redet einem in das rein, wie man das Leben planen darf, wer man ist und wer man liebt und mit wem man zusammen sein will und will eine Familie haben. Das ist es. So. Noch sitzt du da, Liva. Ah, Entschuldigung. Die Historikerin und ihre Quelle, Liva Tresch. Ich kann schachtelweise nicht. Gorin Rufli sammelt Erzählungen von älteren lesbischen Frauen. So. Alle meine Vergangenheit. Da! Die kleine
Das war etwa in der dritten, vierten Klasse. Mit dem verdammten Haarbändel. Weißt du, wie ich das gekostet habe? Das ist Reichlinge. So hat es ausgesehen, ganz verblasste Fotos. Aber noch der alte Schenestall, der Urnerstall. Und das ist noch die Pflegemutter und ich. Und das Haus zu Flielen an der Achsenstrasse. Wann bist du auf Zürich gekommen? Zürich Anfang 1954. Mit 21? Mit 20. 20? Ja. Und dann haben sie gesagt, so, Regine, jetzt zeigen wir dir einmal, wo die Schulen sind. Jetzt sind wir so in eine dunkle Kneipe hineingekommen. Und da hatten es ganz viele junge Männer. Und dann einen anderen Stuhl angehalten und aufsitzen. Das hat mich wahnsinnig imponiert. Und im Ecke hinten ist das Mädchen gesessen. Wie ein Büble hat sie ausgesehen. Und ich habe das schon sehr schön gefunden. Und dann haben sie gesagt, das ist jetzt eine Schule. Und ich sagte, ihr seid doch Leute. Das stimmt doch nicht. Wir können jetzt da eine Schule. Erstens hatte ich kein Bild, was eine Schule macht, was eine Schule ist. Es war einfach ein Nichts in der Landschaft. Die Frau ist mir nicht mehr zum Kopf aus. Und im Januar oder Februar ist sie mir auf der Straße um die Ecke gekommen, beim Selekt. Und dann haben sie angesprochen. Wie sind ihr euch dann näher gekommen? Nein, es hat geregnet, als wir daheim sind. Und ich musste Bleicher weg. Und sie hatte in der Nähe vom Kreuzplatz ein Zimmer gehabt. Und dann hat sie gesagt, komm doch zu mir schlafen. Und ich war elektrisch, ich wusste nicht, was das ist. Dann kam die Fülle zum Bad aus. Wunderschön wie eine Königin. Weißt, hat sich auch in Pose gestellt. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Und dann liegt sie so schön, wie sie ist, neben mich an. Und meine Hände sind selbstständig geworden. Es war einfach schön. Und sie hat sich nicht abgewendet und so. Ich war einfach verzaubert. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Auf jeden Fall. Ich konnte sie befriedigen. Das klingt wüst, aber es ist halt so. Aber ich habe dem hier oben, dass er mir so eine schöne Frau und so etwas Wahnsinniges sagt. Also es ist nicht auf Frau gsi, sondern es hat etwas unglaublich Schönes gegeben. Weil er Danke sagt. Und das Vater unser betet. Du musst dir vorstellen, Vater unser. Und am Morgen, als sie sich dreht, hat mich angeschaut, hat wunderschöne braune Augen gehabt. Hat doch recht gehabt, bist doch schwul. Und das war wie ein Selbstmord. Das war unglaublich. Ich bin zum Bett aus, habe mich angelegt, Kreuzplatz runter. Und dann bin ich einfach umgekehrt. Ich weiß nicht, wie lange es gegangen ist. Und ich hatte so eine Wut auf den Gott. Unehrlich. Dumm. Und jetzt auch noch schwul. Du verfluchte Hure, und dir zeige ich, was ich bin und was ich kann. Wenn ich schon des Teufels bin, dann werde ich es dir zeigen. Und zuerst habe ich eigentlich gefunden, jetzt wollte ich auf Sissingen rein. Und ich habe einen Ort in der Achsenstrasse, wo ich gewusst habe, wenn ich mich einmal umbringe, dann ich niemand belasten damit. Dann gibt es meinen Ort, wo ich runtergumpe. Dort bin ich immer schon manchmal als jung. Das war der grösste Pfind von mir.
Aber sie war mir nicht mehr so schön und hatte so Kräuseln und Gitschen. Und dort wollte ich hin, aber ich hatte kein Geld im Sack. Ui, schau mal den See, wenn er jetzt schön kräuselt. Das ist der Schmausen vom Wasser. Ich liebe das. In den 60er und 70er Jahren hat Liva Tresch das Leben in den schwul-lesbischen Clubs von Zürich dokumentiert. Heute sind ihre Bilder im Sozialarchiv. Eines Tages ist einfach das Telefon gekommen, wo sie gesagt hat, sie hätte einen interessanten Bestand für uns. Also von der Liva selber? Genau, ja. Okay. Was wir hier haben, beispielsweise, ist eine Schachtel mit Papierabzügen. Insgesamt ist ja der Bestand aber riesig. Das sind etwa 6'000 Aufnahmen, die sie gemacht hat. Das sind einmalige Zeugnisse, die hier geschaffen worden sind, die man sonst gar nicht kennt, eigentlich aus der ganzen Lesben- oder Schwulenforschung. Und das ist unglaublich, mal so einen Einblick überhaupt zu haben, weil das gibt es nie. Man sieht eigentlich selten so eine Welt, also rein, wo eben oft clandestin war. Die klassischen Archive haben natürlich sicher nicht Geschichten von lesbischen Frauen archiviert, weil das ist nicht etwas gsi, wo der Wert hatte, um archiviert zu werden. Und das ist natürlich ein sehr trauriger Teil von unserer Geschichte. Yes, Sylvie, das Beigeifer und der Schrecken kraut gerade zusammen. Oh nein. Ich wieder nicht. Ja, ja. Und hier hinten. Und wo haben die jetzt? Wo bist du da aufgewachsen? Das war unser Haus. Als uneheliches Kind wuchs Liva Tresch bei Pflegeeltern in Flüelen auf. Eine Kindheit als Außenseiterin. Ich war ein absoluter Bub gewesen, wenn. Aber eben der liebe Gott ausgerechnet, wo der Bruder Klaus heilig gesprochen worden ist. Jetzt habe ich doch gebeten zum Bruder Klaus, weil da passiert ein Wunder. Was hast du dir gewünscht? Dass ich ein Bub werde und dass da irgendwo irgendwo so ein Schwänzchen verborgen ist, wo dann eben entweder es kommt, dass ich jetzt feiere, oder ich bekomme die Demenz über. Und ich bin von der Kirche heimgekommen. Und es hat geblutet. Und ich bin einfach nur noch im Schlafzimmer, nur noch ins Bett. Und habe brüllt und brüllt und brüllt. Dass es blutet, wäre mir ja noch gleich gewesen. Aber jetzt ist definitiv, jetzt bin ich ein Mädchen. Zum ersten Mal seit Jahren fährt Liva Tresch in die Gurtneller Berge. Es werden Erinnerungen wach an schwere Momente. Doch nur ein bisschen besser entwickeln. Ui, Entschuldigung. Das Wasser. Ja, da bin ich manchmal und habe geredet. Hast du gebrüllt? Ja. Ja, weißt du, manchmal war es schon wirklich sehr schwer. Das Schellen, wie schön das ist. Wenn ihr mal die Wiesen anschaut, wie die schmausen, wie die schmeicheln, man muss gerade drüber fahren. Das sind wie Körper. Wunderschön. Ich habe Frauen immer. Schon wenn ich den Mädchen die Schultheke gedreht habe, das hat dort schon angefangen, nur habe ich das nicht gewusst. Die anderen haben schon lange gewusst und haben immer gesagt, ich sei schwul. Und ich habe eigentlich nie überlegt, was das ist. Hat mich auch nicht interessiert, dass das von da aus
die Liebe zu den Frauen, dass das von da auskommt, dass das wird eben der Stein ist, der so wunderbar ist mit dieser Bewegung. Das macht hier Freude. Hat mich nicht da unten interessiert, nur da oben interessiert. Und das war einfach bei allem das Gleiche. Wieso findest du Lesben weniger schlimm als Schwule? Ich glaube, weil Frauen, zwei Frauen laufen, auch wenn sie nicht lesbisch sind, Händchen heben durch die Stadt, sie umarmen sich, sie, ja, weißt, sie sind allgemein näher. Also näher so zwischen Frauen ist akzeptierter als zwischen Männern? Ja, weil es halt mehr passiert. Und warum? Wir sind so aufgewachsen, dass es mehr passiert, man ist schneller daran gewöhnt, wir haben das mehr gesehen. Aber mit Frauen ist es halt ein bisschen anders, oder? Man stellt sich dann immer so vor, so... Lesbisch. Dass man das mitmachen Nein, nein, sag ich, es ist anders. Man tut es anders betrachten. So. Man verkauft es anders. Oder so. Weil, ja. Wenn zwei Frauen miteinander ummachen, dann sind sie immer noch zwei Frauen, oder? So. Ihr wisst, glaube ich, was ihr meint, oder? Ja. Ja, wenn zwei Männer miteinander ummachen, dann ist es immer ein bisschen beklemmend. So. Hallo! Meinst du, lesbische Frauen sind eher positiv wahrgenommen? Ja, habe ich ein bisschen das Gefühl, ja. Die schwulen Männer, die wie so den Stempel bekommen, die vielleicht auch mehr ja, Aggression erleben und dann mehr lesbische Frauen, wenn wir gesamthaft mehr Nähe miteinander leben und so, ein bisschen im geschützten Rahmen sind. Und dann halt auch der sexuelle Aspekt dahinter, wo manchmal, ich finde es schwierig zu sagen, aber sagen auch in der Pornoindustrie oder irgendwie so, einfach mehr noch so ein bisschen gepusht wird. Und oft dann auch sagt, ja, zwei Frauen, ja, warum nicht, finde ich heiß. Und so Geld einfach mitmachen, oder? Genau, das so und dann das, hey, darf ich mitmachen? Und dann denkst du so, ey, was läuft mit dir? Du hast nicht verstanden. Zwei Frauen zusammen brauchen nicht noch jemanden dazu, sondern es ist, also, das wird dir ja nie Sinn kommen, einfach gesagt, ah, bei dir, was ich mitmache, bei einem Hetero-Pärchen. Das ist total übergriffig. Gell? Gell? Total. Ja. Ja. Das ist eine Beziehung, wo wir nicht richtig anerkennen. Ja. Ja, genau. Wir werden häufig nicht ganz ernst genommen, sondern so ein bisschen im Sinne von, entweder wir machen es nur für Männer, oder es ist nicht, einfach nicht eine echte Beziehung. Ja, genau. Und wenn nur der richtige Mann dann könnte, dann wären wir dann schon heterosexuell. Ja, genau. Es ist kein das, oder? Genau. Oder hey, ihr braucht doch einfach nur einen Mann. Oder, also, euch fehlt doch eine schlechte Erfahrung. Ja. Gemacht. Die schlimmste Erfahrung, die ich wirklich mal einmal gemacht habe, ist, dass ich gefragt wurde, ob ich sexuell missbraucht wurde. Dass ich jetzt so bin, wie direkt, ich bin. So. Direkt. Das hat mich wirklich recht geschockt. Du musst auf das antworten, oder wie? Ja, das finde ich voll krass. Das fragst du ja. Ja. Aber das ist eh etwas, was ich so streng finde. Erzähl mal vom Lesbischsein. Und gerade vom Sex. Leg mal Karte auf den Tisch. Ja. Wenn sie mich noch nicht kennen. Und dann wird es nicht, dass du ein Lesbe bist. Und dann heisst, du bist lesbisch. Und dann nachher kommt dann plötzlich so, ja, und also darf ich denn fragen? Dann sagst du, ja, was willst du denn fragen? Ja, und wie ist denn der Sex so bei euch? Und Also fehlt denn nicht etwas? Genau. Also haben sie denn auch Sexspielzeug? Und ich denke so, warum nimmt man sich plötzlich raus, wenn man jemanden trifft, der vielleicht homosexuell ist, dass man dann einfach generell über Sex reden kann? Es gibt auch Leute, die wollen etwas zurückhaltender mit dem Thema umgehen. Und da gibt es Leute, die sind offener, egal ob lesbisch, schwul oder hetero oder was auch immer. Aber im Fall, das erleben wir jetzt auch als Familie. Dass uns Leute auf der Straße ansprechen, gerade mit den Zwillingen, ja, mega herzig. Und dann stellen sie Fragen, die einfach ein bisschen intim sind. Yeah. Wie haben ihr das denn gemacht? Ja. Wer ist denn von euch wirklich die Mami? Und unsere Antwort ist immer, wir sind beide Mütter, wir sind beide Mamis. Und dann kommt mega oft die Frage, aber wer hat es nicht auszutragen? Yeah. Das ist nicht relevant. Wir sind beide Eltern. Und dann, aber ich möchte jetzt wissen, wer es ausgetragen hat. Ah, ja. Wow. Und ich habe, Ja. Und spannend. Ich glaube, in gewissen Sachen verstehen mich einfach Leute, die nicht homosexuell sind, nicht so gut wie ihr. Das ist einfach so. Wir teilen etwas miteinander. Ich finde es schön, haben wir eine Community, stehen wir füreinander ein. Ich meine, wir müssen ja für unsere Rechte auch noch arbeiten und kämpfen. Das machen wir auch bewusst. Ich finde es aber auch dort wichtig, dass wir eine Community haben, um uns zu unterstützen. Aber wir sollen uns nicht abgrenzen und absondern von unserer Gesellschaft. Und das ist mega wichtig, dass wir uns dort nicht selber im Weg stehen und uns zu Sonderlingen machen, sondern wir wollen
Gleichberechtigung. Wir wollen gleich sein. Es gibt ja Menschen, die Wut ausdrücken, die auf den Tisch klopfen oder laut schreien oder geben sogar zurück. Irgendwie gegen die Täter direkt. Hat es das mal gegeben, dass du eine Art Wut hast, gegen die Täter oder Gedanken darüber? Wenn ich wirklich die Chance hätte, hätte ich sie nicht. Also würde ich sie jetzt nicht mehr irgendwie. Also ich will sie nicht schlagen oder so. Das ist. Also. Das schon nicht. Aber es hat sicher schon auch Situationen gegeben, in denen ich mir vielleicht gewünscht hätte, dass sie wüssten, wie sich das anfühlt oder dass ihnen wie das Gleiche passieren würde, vielleicht sogar. Aber meistens, wenn ich das gedacht habe, also es war meistens nur schnell gewesen und ich habe es dann meistens so bereut, weil eigentlich wünsche ich das niemandem. Und, ja. Doch, es ist doch, schon, doch. Noch hat es voll Angst gehabt. Also, nein, gehen wir wie ein Wolf. Oft hört man ja das Vorurteil, dass Leute mit Migrationshintergrund, junge Männer mit Migrationshintergrund, homofeindlicher sind als alle anderen. Wieso denken die, ist das so? Das fängt im Fall schon mit den Dings an. Dazu gehören so in einer Gruppe. Dort fängt schon die ganze Thematik an. Von wegen, ich will da dazugehören, dort dazugehören. Und wenn dann von 5 Leuten einer dabei ist, der vielleicht so das Alpha-Tier ist und sagt, ja, das ist nicht gut, das, dann gehen die anderen alle mit. Anschluss finden. Du weißt, Migrant, wenn du einmal Anschluss gefunden hast, hast du Angst, um den Anschluss wieder zu verlieren. Ja, genau. Du hebst dich drauf und du machst eigentlich wirklich vieles mit, auch wenn du nicht willst unbedingt, oder? Und halt als Schweizer hast du halt viel mehr Möglichkeiten, um wieder Anschluss zu finden. Ich finde, bei solchen Leuten musst du immer ein bisschen hinten dran so ein bisschen schauen. Weil nur weil er jetzt einer schlägt, weil wer schwächer oder dies oder das ist, heisst nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Vielleicht ist er in der Gesellschaft. Vielleicht selber, ist er oder? Ja schlimmer dran als er. Ja, eben in der Schule oder halt in der Gesellschaft wird er fertig gemacht und geschlagen und alles. Und so kann er sich beweisen, ja, so ist er halt stärker. Und nein, das ist halt ein Punkt, ein Moment, wo er sich vielleicht gut fühlt, indem er vielleicht etwas besser kann als der, der am Boden liegt. Ich glaube, dass Schweizer auch genau gleich homofeindlich sind. Also, die Homofeindlichkeit ist überall vertreten. In jeder Gesellschaftsschicht, in jedem Volk genau gleich. Was ich aber glaube, ist, dass Schweizer zum Beispiel das nicht so umposaunen müssen. Die sind zurückhaltender. Ja, die machen das eher in ihrem Kreis. Das ist halt eine Art von uns, um sich zu äußern. Wir haben keine Mühe, um das zu sagen, was wir halt denken, ein Stück weit. Das ist halt am Schweizer Bild ein bisschen. Das ist vielleicht sogar schlimmer. Die denken genau gleich schlecht. Aber sie machen das im Stillen, im Geheimen. Und so können sie immer sagen, ja, die Moslem oder die Ausländer sagen das. Und so können sie ihren Hass durch die Ausländer und durch die Moslem eigentlich ausdrücken. Und so stehen sie wieder eigentlich im besseren Licht da. Und wir sind eigentlich wieder vorne an der Front. Was ich immer sage, ist, dass das eigentlich keine richtige Frage von Nationalität ist, sondern vielmehr eine Frage von sozialer Klasse. Ja. Ja. Das heißt, wenn jetzt jemand in einer tiefen sozialen Schicht ist, nicht so viel Geld hat, Problem bis zum Abwinken, gleichzeitig vielleicht noch Migrationshintergrund, das heißt, er fühlt sich da nicht richtig daheim, da nicht richtig daheim, steht zwischen Stuhl und Bank und alles und hat keine soziale Perspektive. Vielleicht hat er noch rassistische Ausgrenzungserfahrungen, sein Lehrer, der vielleicht rassistisch ist, sagt ihm jeden Tag, du bist ein dummer Jugend und landest nur auf der Baustelle. Irgendwann hat der Mensch doch selber soziale Bedürfnisse, will irgendwo dazugehören, will wichtig sein, will geliebt werden und alles. Aber hat niemals so gleich viel soziale Perspektive, wie ein Schweizer Kind das hat. Das heisst, der klammert sich irgendwann an das, was er hat. Und das ist seine Männlichkeit. Er denkt, ich bin ein starker Mann. Das ist das, was ich habe. Ich bin ein Mann und ich kann auf andere abschauen. Und irgendwas habe ich trotzdem. Und das ist meine Männlichkeit. Und wenn jetzt irgendwer kommt, der feminin ist und sein ganzes Bild von Männlichkeit in Frage stellt. Das, was er noch hat.
Was ist denn die Reaktion von dem? Er wird aggressiv, er will schlagen. Das Einzige, was er redet, wenn er das noch verliert gegenüber einem, der ist quasi so, nichts mehr. Ja. Dann ist er nichts mehr wert. Ja. In seinen Augen oder in seinem. Und da bin ich überzeugt davon, wenn wir als Gesellschaft weniger rassistisch sein können, wenn wir als Gesellschaft weniger so das Männerbild und Frauenbild haben, sondern ganz viele Sachen haben, die normal sind, dann könnten wir denen Menschen eine soziale Perspektive bieten und hätten wir viel weniger Probleme mit Homofeindlichkeit. Viel weniger. Ich trainiere jetzt seit mehr als 20 Jahren Selbstverteidigung. Mir geht es darum, dass du lernst, wie du so Situationen kannst vermeiden kannst. Ich habe das Gefühl, ich müsste irgendwie mal kräftiger werden oder irgendwie flinker. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass du in Zukunft in der Lage bist, dass wenn dich jemand beleidigt, dass du in deinem Kopf einfach dir sagst, schau, ist ein Idiot, hat nichts mit mir zu tun. Das ist krass. Das ist wirklich Die Bedrohung kommt einfach auf dich zu. Du sagst, stopp, bleib stehen, komm nicht näher. Und dann entfernst du dich aus der Situation. Nicht hier warten. Das ist ein dummer Ort. Ein dummer Mensch. Du hast da nichts verloren. Das Grinsen ist so ein Scheisswuchtel. Hey, stopp! Hey, wie redest du mit mir? Hey, verpiss dich, du Scheisswuchtel! Hau ab! Wichser! Genau. Wenn du kannst, davon säckeln kannst, geh. Ich will ihn emotional treffen. Genauso wie die Idioten, die du draußen hier schon begegnet bist. Die wollen dich emotional treffen. Hey, Wichser, was bist du für eine schwule Sau? Was stimmt nicht mit dir? Lass mich in Ruhe! Hey, was? Hey, verpiss dich, du Hurensohn! Hey, willst du Fuß? Lass mich in Ruhe! Hey, verpiss dich, du Hurensohn! Wichser, hau ab! Wenn ich jetzt so zurückdenke, die Verfolgung, die war schlimmer als die Schläge, als die Füße, die ich hatte. Und so Sachen habe ich auch noch Albträume davon, dass dann doch einer dann eben plötzlich das Messer aus dem Bauchtäschchen rausnimmt und mich zersticht in so einem Innenhof. Und ich irgendwie verblühte in dem Innenhof. Und dann manchmal flotschnass, schweißgebadet, mit Angst und Zitter zuständig, wo ich dann einfach merke, das war einfach echt heftig gewesen. Aber es gibt leider Situationen, wo du musst selber Gewalt ausüben. Genau so wünsche ich. Reden und dann nach dem Reden schlagen. Bam. Hau ab! Lass mich in Ruhe, hau ab! Hau ab und lass mich in Ruhe! Hau ab! Geh raus! Geh raus, back! Lass mich raus, geh raus! Auf der Höhe? Soll ich noch? So. Ja, zwei. Ich stopp mit dir. Sam und Jasmin wuchsen beide in religiösen Familien auf. Das ist mein Einsegnungsvers, den ich damals bekommen habe. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Psalm 91, 11 bis 12. Bist du behütet worden? Ja. Es hat, also jetzt gerade auf die Sicht vom ganzen Outing und so, hätte es sicher für mich oder in meinem Inneren hätte es viel schlimmer herauskommen können. Also ich hätte komplett daran kaputt gehen können. Und das bin ich ja zum Glück nicht. Oder habe mich auf jeden Fall wieder daraus herauskämpfen können. Und das glaube ich schon, dass ich sehr behütet worden bin. Obwohl sie seit ihrem Coming-out nicht mehr auf der Bühne singen darf, besucht Jasmin mit ihrer Freundin noch immer die Gottesdienste von ICF. Ja, es ist einfach für mich ein Ort, wo ich ankommen kann, wo ich oben runterfahren kann. Es gibt mir einfach so Frieden oder eine Erfülltheit. Wir dürfen Sam und Jasmin nicht in den Saal begleiten. Wegen Corona, heißt es. This is how I fight my battle. Wie? Bleibt in mir und ich bleibe am Tisch bei euch. Ein Sprecher will uns aber während des Gottesdienstes sagen, wie ICF zur Homosexualität steht. Ich bete, dass du einfach durch die Reihen gehst. Ich bete auch für die Online-Livestreaming, für alle Locations, für alle Podcasts, YouTube, für jeden einzelnen TV-Channel. Wir stehen ganz klar für die Ehe.
zwischen Mann und Frau. Das, für das stehen wir, das wissen die Leute, das, ist, das stehen wir dazu. Und wenn man in unsere Kirche kommt, dann ist es halt so, dass es vielleicht eine Spannung gibt mit dem eigenen Leben. Trotzdem ist jede Person willkommen. Und unser Wunsch ist, dass wir eine Stimme sein können in dieser Gesellschaft für gesunde Ehen, für Ehen, die begeistert sind, wo man sich treu ist, sich liebt bis ans Ende des Lebens zwischen Mann und Frau. Das ist unsere Stimme. Warum aber sind Queers auf der Bühne nicht willkommen? Im ICF darf jede Person mitarbeiten und sich hineingeben, aktiv in irgendeinem Team. Das Thema Leiterschaft und Leute, die bei uns auf der Bühne singen oder auch reden, das sind eigentlich Leiter. Und Leiterschaft hat damit zu tun, dass man ein Ja hat zu den Prinzipien, wie wir im ICF die Bibel verstehen. Das ist ja auch ein Weg. Wir sind eigentlich nicht abschliessend, wir haben alles erkannt. Aber so wie wir die Bibel verstehen, gemäss unserem Verständnis von Sexualität, erwarten wir von Leitern, dass sie hinter dem stehen und das auch mit ihrem persönlichen Lebensstil verkörpern können. Darum hat Jasmin auch dann aufgehört, von sich aus mit Singen, ist auf uns zugekommen, hat das Gespräch gesucht. Und das haben wir mega geschätzt, weil es geht ja darum, dass man zu dem steht, was man vertritt, auch auf der Bühne. Also bei Greenpeace wird auch niemand mit einem SUV umfahren. Also das geht um Authentizität, um Integrität. Und deshalb ist es uns wichtig, dass Leute, die leiten oder auf der Bühne stehen, hinter diesen Sachen stehen, die wir vertreten. Oh. Jedes einzelne Eigenschaft hat Gott im Angesicht von meinen Feinden Gott den Tisch gedeckt und es überfließen und es salbt mein Haupt mit Öl. Wenn ich nicht selber gegangen wäre, dann wäre ich einfach rausgeschmissen worden von ihnen. Also dann hätten sie das Gespräch gesucht und hätten gesagt, du darfst das nicht mehr machen. Und durch das, ja, probieren sie, also oder es kommt so ein bisschen über, als würden sie sich mit dem wollen in Schutz nehmen. Ich finde es einfach schlimm, dass man das, was wir leben, immer noch als ungesund betitelt in einer Kirche, weil das nehme ich ja aus deren Aussage raus. Oder das Wort gesunde Ehe. Wieso, was spricht denn dagegen, dass wir eine gesunde Beziehung führen können, dass wir auch eine normale Beziehung miteinander haben können? Und das wird ja eigentlich mit dem Satz wird das ja unterstrichen, dass das ja nicht möglich ist, weil das ja ungesund ist. Und das tönt so ein bisschen, als würde das uns vergiften. Und ja. Warum lässt ihr euch das gefallen? Ja, ich glaube, das hat verschiedene Gründe für mich. Also eben zum einen will ich den Glauben nicht aufgeben. Zum anderen finde ich, ist es auch wichtig, zum halt Leute, die am Zweifeln sind, aufzuzeigen, hey, es geht auch beides zusammen und es ist auch beides zusammen völlig in Ordnung und man kann das machen, weil wenn ich mich jetzt in ein Schneckenloch verziehen und nicht mehr killen würde, dann würde ich jetzt auch nicht da hocken und darüber reden. Nachher werde ich wahrscheinlich auch irgendwann killen, dann einmal wachsen, dann auch einfach für mich, dass ich ja halt nicht immer die Leute muss sehen oder einfach die Abneigung muss sehen von Leuten, die mir mal etwas bedeutet haben oder wo ich es mal mega gut kann damit. Weil das verletzt halt gleich auch jeden Sonntag wieder ein bisschen aufs Neue. Liva Tresch und Corin Rufli. Aus der Forschungsarbeit geht's dir, Liva? Ist Freundschaft entstanden. Es gibt nichts, was gratis ist. So. Oh. Oh, ja. Das muss jetzt Brettli. Es ist nicht lustig, in diesem Körper zu sein. Ich war da für die anderen. Und jetzt im Alter hat es gekehrt. Jetzt liebe ich mich selber. Und jetzt ist der Verlust. Es tut nicht mehr weh. Und jetzt, wo ich endlich mich selber respektiere, dann so blöd, respektieren mich auch die anderen. Ich kann mich nicht vermehren. Ich kann kein Kind machen. Ich kann den Menschen nichts geben. Ich kann der Welt nichts geben im Sinn. Aber ich kann mein Herz aufmachen und ganz sauber das sein, was ich bin, nicht mehr und nicht weniger. Und diese Offenheit ist das Geschenk, das ich den Menschen schenke.
Und wenn sie mit dem etwas anfangen können, ist das wunderbar. Und wenn halt nicht, ist das halt ihr Problem. Dann sind sie halt auch noch nicht reif für die Sicht. Schminke, dann passiert eigentlich etwas. Der echte Pascal geht dann. Und Jan kommt. Wenn ich in Drag bin, dann fühle ich mich wunderschön, dann fühle ich mich unantastbar, dann fühle ich mich so, wie sich alle Leute in ihren Künsten träumen fühlen. Aber diese 7 Jahre, als ich ungeoutet war, wo ich quasi in einer Welt oder komplett an Selbstunterdrückung gelebt haben, hat schon etwas damit zu tun, dass ich jetzt es umso mehr geniesse und umso fester geniesse, einfach machen zu können, was ich gerade Bock habe. Mit dem Verschlagen oder mit dem Beschimpfen wollte sie erreichen, dass ich mich dann schäme dafür oder dass ich probiere, hetero zu sein plötzlich. Und hatte sie das Gefühl, irgendwie mich eine transsexuelle Schwuchtel zu nennen, dass das zu dem führen würde, dass ich mich schäme oder so. Das hat sie sicher nicht gemacht. Ich meine, ich bin eine transsexuelle Schwuchtel und ich bin auch stolz darauf. Und wenn schon, hat sie mich einfach noch mehr stolz darauf gemacht, dass ich queer bin. Einfach weil ich auch gemerkt habe, wie gerade nach dem Überfall, wie gut das Community ist und wie gross der Zusammenhalt ist dort. Und das hat mir extrem geholfen. Und ja, auf das bin ich auch sehr stolz, eben Teil von dieser Community zu sein. He's unwanted, he's in love, but he's gotta live with it somehow. He invokes shame and disgust, he gets more hits than he gets hurt. Then he gets hurt. Das ist schon etwas. Und ich meine, ich wirklich heute noch frage, wo ist der Lustige, wo ist der Vinci, der aus dem Haus gekommen ist und gefunden hat, da bin ich. Und der ist dann manchmal halt nicht mehr eben auch aus Erschöpfung. Und aus Erschöpfung, dass es einfach immer noch so ist, wie es immer war. Ich wäre, wenn es das nicht wäre es mit dir. Oder ob ich jetzt anders denken würde oder nicht. Eigentlich bräuchte jede Freundesgruppe einen sehr guten, engen Kollegen, der schwul ist. Mit dem kann man das über das reden und der kann dem Auge wirklich öffnen auf das Ganze, auf die ganze Welt. Und dann versteht man das auch anders. Sehr gut aus, richtig Power. Voll ist schön. Bravo, super, ist genau das. Gerade rein, gerade raus. Richtig Power. Ganz. Super. Jawohl, sehr schön. Jawohl. Merkst du, wie viel Kraft du hast? Ja. Ist cool, gell? Ja. Sehr schön. Machst genau so weiter, machst es super. Somebody please hold me on. Somebody.
Es waren so viele Hürden, die wir nehmen mussten. Und bis heute ist es noch, und der Prozess geht schon ewig. Und das macht auch einen, oder hat mich auch zu mir eine Kämpferin gemacht. Das wäre, glaub, für mich einer der grössten Träume, dass ich mal wieder auf der Bühne darf singen in einer Kirche, die das akzeptiert und wo auch dahinter steht, dass ich jetzt auf der Bühne stehe und singe, obwohl ich zu Hause mit einer Frau zusammen wohne und lebe. Wir sind Wettzeichen machen mit einem so langen Schuh. Schuhlöffel. Haben wir Wettzeichen gemacht, wer das am weitesten hätte können. Jetzt lassen wir raus ein bisschen. Einfach so. Shame down.